Der Besitzer dieses Flügels hat's gut. Er wohnt in einem freistehenden Einfamilienhaus und kann musizieren, wann und wie viel er will. Anders sieht es schon aus, wenn der Pianist in einem Mietshaus mit anderen Parteien wohnt und zu Hause üben will. Denn fürs Klavierspielen im Mietshaus gelten nicht die wohlklingenden Gesetze der Musik, sondern der trockene Buchstabe des bürgerlichen Gesetzbuchs. Musik wird störend oft empfunden, die Walse mit Geräusch verbunden, wusste schon Wilhelm Busch. Wie viel zu Hause musiziert werden darf, regelt das Emissionsschutzgesetz. Für den Gesetzgeber ist Musik nämlich hauptsächlich Lärm, so wie jede andere Geräuschquelle in und außerhalb des Hauses auch. Insbesondere die Ruhezeiten sind einzuhalten. Nachts von 22 bis 7 Uhr und in der Mittagszeit von 13 bis 15 Uhr haben die Nachbarn ein Recht auf Ruhe. Näheres kann in der Hausordnung geregelt sein, die oft im gedruckten Mietvertrag enthalten ist. Nur eins darf da nicht drin stehen, dass der Mieter gar keine Musik in der Wohnung machen darf. Denn jeder hat das Recht, in seiner Wohnung zu musizieren. Das gehört zum Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Was verhandelbar ist, das ist die tägliche Musizierdauer. Dauerbeschallung muss kein Nachbar sich gefallen lassen. Aber 2 Stunden am Tag darf der Musikus schon in die Tasten hauen, egal welche Stilrichtung er bevorzugt. Nur in Ausnahmefällen darf die Spieldauer auf 1 bis 1,5 Stunden beschränkt werden, zum Beispiel wenn ein Schlagzeug mit im Spiel ist. Das Geräusch eines Instruments wird nicht über die Luft, also den sogenannten Luftschall, in der Nachbarschaft übertragen, sondern über den Fußboden, Heizungsrohre und Wände, den sogenannten Körperschall. Teppiche, Möbel und Bücherregale beeinflussen nur den Luftschall, tragen deswegen wenig zur Schalldämmung bei. Vielmehr helfen da kleine Kunststoffplättchen unter den Füßen des Pianos. Es gibt das Isoflormaterial, das ist sieht so aus. Das sind also Recyclingteile, die man in kleine Scheiben schneidet oder in ganze Platten. Die legt man unter das Klavier. Das absorbiert den Körperschall. Das heißt, das eigentliche Problem beim Klavier eben nicht der Luftschall, sondern der Körperschall. Das ist ein Material, ist relativ preiswert, kann man nachträglich anwenden und hat eine relativ hohe Effizienz. Wer Nerven und Ohren seiner Nachbarn schützen will, der kann auch zu einer modernen Lärmschutzmaßnahme greifen. Mit der digitalen Stummschaltung verwandelt sich das Klavier in einen Synthesizer, der sich über Kopfhörer spielen lässt. Und das Beste, diese Möglichkeit besteht nicht nur bei fabrikneuen Instrumenten. Es gibt auch eine Möglichkeit, ein Stummschaltesystem in jedes Klavier oder jeden Flügel nachzurüsten. Wie funktioniert das? Dann wird unter die Tastatur eine Sensorleiste installiert und zusätzlich eine Stopperleiste. Das heißt, der Hammerkopf wird kurz vor der Saite gestoppt. Der schlägt also nicht mehr die Klavierseite an. Stattdessen wird eben unter der Taste die Sensorleiste aktiviert, die eben die Information bzw. den Klavier, den digitalen Klavierton an den Kopfhörer weitergibt. Schwieriger wird es, wenn der Mieter Berufsmusiker ist. Denn eine professionelle Musikausübung, zum Beispiel als Lehrer, kann unter Umständen nicht mehr als vertragsgemäßer Gebrauch der Mietsache angesehen werden. So musste ein Saxophonlehrer in dieser Wohnung auf eigene Kosten eine Zwischendecke aus Trockenestrich im Musikzimmer einziehen. Bis dahin wurden, wie der Musikus berichtet, Tomaten an sein Fenster geworfen. So gekonnt spielen kann wie dieser Musiker, dann kann man sich als Nachbar eigentlich nur freuen. Schließlich soll Musik in erster Linie ein Genuss sein.